Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mich ein bisschen mit euch schminken und zwar werde ich das Make-up dafür auslosen. Dafür habe ich mir hier eine Box gemacht, wo ich Zettelchen reingemacht habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird auch gleich noch eine kleine Verlosung geben und weil ich halt so gerne Verlosung mache, habe ich mir gedacht, nenne ich das auch irgendwie irgendwas mit, ich lose mein Make-up aus oder so. Los my Stash oder sowas. Ich habe keine Ahnung, das könnte man aber auch irgendwie falsch übersetzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich dann die ganze Reihe nennen werde. Auf jeden Fall wird diese Reihe auch ein bisschen länger laufen, ein bisschen intensiver bestehen. Und denn ich habe ja einfach irgendwie Bock drauf, mich einfach mal komplett durch meine ganze Schminksammlung durchzutesten. Was funktioniert wie miteinander, kombiniert und funstert alle und so. Und ich habe da richtig Bock drauf. Denn durch meinen Sammlungssamstag habe ich jetzt mein komplettes Make-up, meine ganze Schminksammlung einmal kategorisiert in Excel, in einer wundervollen Tabelle, welche sich hier auf meinem Laptop, der vor mir steht, befindet. Habe ich das eingetragen. Das sieht jetzt schwarz aus, weil es ist halt einfach ein Laptop-Bildschirm, der spiegelt. Halt so komisch, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich will nicht lange quatschen. Ich werde jetzt hier losen. Da sind Zettelchen von 1 bis 65 drin. Und weil 65 Lidschattenpaletten habe ich. Und wir fangen bei dem Primer an mit der Nummer 47. Das Ding ist, ich habe natürlich keine 47 Primer. Das heißt, ich werde dann quasi immer wieder von oben anfangen zu zählen. Weil ich habe 36 Primer. Das heißt, wir sind dann bei dem Primer Nummer 11. Das fängt schon mal sehr spannend an, denn das ist von Erborian die Glow Cream. Die habe ich noch nie so wirklich verwendet und es ist eigentlich eher so ein Glow Primer. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das ist cool. Eigentlich soll man das ja nicht direkt auf die Haut auftragen, aber was soll's. Oh, riecht mega angenehm. Erborian ist ja auch eine koreanische Marke. Oh ja, das gibt einen richtig schönen Glow. Das gefällt mir. Ich mag Glow Primer. Aber wird ganz schön trocken. Also feuchtigkeitsspendend ist es nicht, es spendet halt einfach Glow. Vielleicht sollte man da drunter auf jeden Fall irgendwie so eine Feuchtigkeitscreme oder so aufgeben. Und der Haarreif darf natürlich auch nicht fehlen, ne? 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 Jo. Dann lesen wir mal die Foundation aus. Das ist die Nummer 54. Und da ich 33 Foundations besitze, ist es die Nummer 21, weil ich ja wieder oben anfange. Das wird natürlich etwas spannend, weil ich teilweise dann doch die Produkte auch in unterschiedlichen Farben habe. Das heißt, das könnte natürlich hier auch ein bisschen ein Reinfall werden. Das ist eigentlich eine Sommerfoundation von Peach C, die Honey Glow Cover Cushion in der Farbe 02 Beige. Ich habe die ja in der anderen Farbe tatsächlich jetzt auch schon öfters verwendet, in der 01. Ich verwende das am liebsten tatsächlich mit einem trockenen Beauty-Schwämmchen. Aber das geht noch. Die Deckkraft von der Foundation gefällt mir richtig gut, weil die halt so nicht zu stark deckend ist. Die lässt die Haut noch schön durchscheinen, aber sie ebnet die Haut halt so schön und das gefällt mir richtig gut. Das ist eine ganz, ganz schöne Foundation, die ich von Yes Teil zugeschickt bekommen habe. Und da die einfach ein Ticken zu dunkel ist, muss ich die auch definitiv gleich den Hals runterblenden. Das Coole bei dieser Foundation ist halt auch, dass du hier einen richtig hohen Lichtschutzfaktor mit drin hast. Das heißt, als Sommerfoundation wird die sich super machen, weil sie fühlt sich auch so ein bisschen wie leichte Sonnencreme auf dem Gesicht an. Und ist aber gleichzeitig halt auch eine Foundation. Das finde ich klasse. Hier sehen wir übrigens mal den Unterschied, wenn die Ember-Schwämmchen trocken sind und wenn sie feucht sind. Concealer. Concealer ist die Nummer 18. Oh ja, das finde ich gut. Und zwar ist das von Zoeva, der Authentic Skin Perfector. Den habe ich in der Farbe 020 Accurate. Jo, einfach ein bisschen was unter die Augen und dann mit dem feuchten Beauty-Schwämmchen einarbeiten. Und den Concealer mag ich übrigens richtig gerne. Der fühlt sich sehr, sehr pflegend tatsächlich sogar an, dass er die Hautpartie auch nicht austrocknet oder so. Lässt sich schön einarbeiten. Kann man auch ein bisschen schichten, also muss man nicht übertreiben. Es soll ja eine Authentic Skin sein, also immer noch eine authentische Haut unten drunter sein. Ne? Mir gefällt das Finish einfach auch richtig gut. Das ist immer noch so strahlend, ne? Mit dem feuchten Beauty-Schwämmchen gehe ich jetzt nochmal komplett übers Gesicht, weil es ist ja gerade da. Und es fühlt sich einfach gerade schön an. Puder. Puder ist die Nummer 38. Habe ich nicht.
Ich habe 22 Puder, also ist es die Nummer 16. Da habe ich das, was ich aktuell sowieso in Anwendung habe. Das ist das Perfectitude von Love, das Shine Control Loose Powder. Dieses hier. Das ich wirklich schön finde. Ich habe das nur in so einer kleinen Größe. Das heißt, ich muss hier den Deckel abdrehen. Das ist ein bisschen blöd, um da dran zu kommen, weil hier oben ist so ein Puffelding dran, aber mit dem kannst du nicht arbeiten, ganz ehrlich. Dann nehme ich mir immer einfach irgendwie so einen etwas kleineren Pinsel. Das ist jetzt, glaube ich, auch ja ein Small Contouring Blush von Luxi. Brush von Luxi, mit dem ich halt hier reinkomme. Nehme ich immer ein bisschen was auf, klopfe das ordentlich ab und gebe das dann entsprechend auf die Stellen. Und mit dem kann man es jetzt aber sogar auch sehr schön einarbeiten. Aber dieses Puder, das setzt dir wirklich richtig gut deine Foundation. Und deswegen habe ich es auch mal wieder hervorgekramt und in meine Schminkbox gepackt. Das ist halt ein bisschen blöd in der Anwendung. Ich hätte das vielleicht mal umfüllen sollen oder so in einen Pot, der ein bisschen größer ist. Habe ich aber bislang noch nicht gemacht, weil ich bislang noch genug kleine Pinsel hatte, mit denen ich dann arbeiten konnte. Ist mir noch nicht allzu sehr auf den Keks gegangen. Krümelt kaum. Auch mein Oberteil ist nun gesettet. Mein ganzer Tisch ist gesettet. Offiziell. Okay, dann nehme ich mir jetzt einfach einen etwas größeren Pinsel und gehe da nochmal großflächig drüber, um das Puder noch ein bisschen zu verteilen oder halt ja, den Rest wegzuwischen, der noch irgendwie lose auf dem Gesicht rumhängt. Es mattiert schon stark ab, das muss man sagen. Aber meine Haut ölt auf jeden Fall nach, sodass das Finish auch von dem Primer und von der Foundation auch wieder durchkommen wird. Also man sieht es ja hier zum Beispiel, da kommt ja auch schon wieder was durch. Ne? Da muss man sich überhaupt, also ich muss mir da keine Sorgen machen deswegen. Was ich halt gut bei dem Puder finde, ist irgendwie, dass es, wenn ich eine etwas zu dunkle Foundation habe, dass es das irgendwie angleicht. Denn jetzt sieht es auch gar nicht mehr so wild aus in meinem Gesicht, oder? Ich finde es großartig. Jetzt muss die Münze entscheiden, ob ich Blush Bronzer Highlighter separat verwende oder eine Face Palette. Dafür habe ich jetzt hier ein Euro Stück. Zahl heißt, ich nehme Blush Bronzer Highlighter und Kopf heißt, ich nehme eine Face Palette. Ich konnte das mal mega cool mit hochschnipsen und so, aber Leute, das wird schief gehen. Kopf. Das heißt, ich nehme eine Palette. Aber welche? Die Nummer 63. Ja, 63 Face-Paletten habe ich jetzt nicht. Das ist dann die Palette Nummer 3 und da habe ich hier Catrice Romantic Gardens. Finde ich großartig, habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Ich glaube von Vanni, oder? Dann gehe ich hier in den Bronzer rein. Dann nehme ich auch diesen Pinsel hier einfach mal für. Das ist der Game Over Pac-Man Pinsel aus der Limited Edition. Und dann trage ich mir den Bronzer einfach großflächig auf. Okay, den kann ich jetzt nicht so wild auftragen wie die anderen Bronzer, die ich aktuell verwende, weil der dann doch einfach fleckig wird. Da muss man etwas aufpassen. Also ich gebe mir das im Prinzip hier so, wo die Sonne halt so hinkommt, ne? Auf der Stirn ein bisschen auf, dann hier an der Seite so ein bisschen und dann auch ein bisschen runter hier unten, um meine ja, Geschichte da so ein bisschen zu verblenden, schlanker wirken zu lassen, wie auch immer man das sagen mag. Da kommt es auf jeden Fall hin. Ach, aber im Großen und Ganzen lässt es sich dann doch ganz gut ausblenden und verblenden und sieht jetzt nicht so fleckig aus, wie ich das jetzt am Anfang befürchtet hatte. Es geht. Aber da kommt ja nachher auch noch so Setting Spray und sowas. Dann wird sich das alles auch miteinander verbinden und ich glaube, das kriegen wir schon noch. Ich habe schon ewig nicht mehr zu dieser Palette gegriffen. Das ist echt Wahnsinn. Und dann liegt sie rum, steht im Schrank, weint, möchte verwendet werden. Wird partout nicht verwendet, weil man irgendwelche Lieblingsprodukte hat, die man dann einfach lieber verwenden möchte und vergisst diese Palette auf einmal. Dann trägt man sie auf und denkt sich, hey, das sieht gut aus. Also genau dafür ist es ja im Prinzip auch, dass ich dann halt schauen kann, welche Produkte habe ich eigentlich da, wie funktionieren sie zusammen und durch Zufall nimmt man sie dann raus, verwendet sie und verliebt sich vielleicht neu. Auch das ist ja alles möglich. Doch, meine Base gefällt mir ganz gut bislang. Ne? Ja. Dann nehme ich jetzt einen Blush und zwar nehme ich erstmal hier unten diesen matten Peach Blush. Ja, nee, den siehst du nicht, ne? Dann nehme ich hier den dunklen. Der schimmert ein bisschen, aber ich finde den schön. Der bringt Frische rein. Also wenn ich Blush auftrage, mache ich das eigentlich, dass ich hier so das erstmal aufkreise und dann noch hier verblende, nach hier verblende, nach hier verblende, überall hin verblenden. Aber hauptsächlich, dass ich das hier so drauf habe, da wo ich lache. Und der Glow in dem Blush ist auch irgendwie jetzt nicht zu intensiv. Also es glitzert und glänzt nicht so wirklich. Also es ist einfach so shiny und sieht einfach gesund, gepflegt. Sieht schön aus, oder? Mir gefällt das.
Highlighter, da kann ich ja den Pinsel von eben wieder nehmen. Ja, ich bin so ein Pinselmuffel, ne? Ich habe bislang jetzt nur diesen Contouring-Pinsel und den Puderpinsel verwendet. Okay, ja, Highlighter. Der da oben ist mir, glaube ich, zu öde. Ich nehme den direkt da unten. Der ist zwar ein bisschen dunkler, aber scheint mehr. Abklopfen kann ja jeder. Nein, ich will nicht abklopfen. Ich möchte das schon so intensiv haben. Nicht intensiv oder so, finde ich. Also das ist noch alles... Oh, nee, doch. Der kann intensiv, wenn man doll reingeht. Was ist los? Ups. Okay, ja, ich hatte die nämlich irgendwie als schwach in Erinnerung. Aber jetzt, wo ich das so auftrage, denke ich mir, nee, verblend das mal ein bisschen besser, Claudi. So funktioniert das hier aber nicht. Das gefällt mir. Das sieht definitiv sehr, sehr tragbar aus. Cool. Ja, Fixing Sprays habe ich 12. Und ich ziehe die Nummer 49. Das heißt, wir haben hier jetzt die Nummer 1. Das ist von Bare Minerals, das Dew Mist Setting Spray. Mmh. Oh nein, ich habe vergessen, dass es so krass war. Ich habe jetzt einfach ein nasses Kinn. Oh, der Sprüher war doch so kacke. Nee, ich muss doll da drauf drücken, dann wird's nebelig. Was ist denn hier los? Ich habe hier nicht voll angespritzt. Ja, das Kinn ist dann definitiv gesettet, würde ich mal so sagen. So ist besser, ja. Man muss doll drauf drücken und nicht nur so ein bisschen. Kann das eigentlich wohl, dass ich den Highlighter nur auf dem Highlighterpunkt aufgetragen habe und gar nicht auf Nase und so weiter? Läuft bei mir. Das können wir nicht so stehen lassen. So ist besser, ne? Ja, so ist definitiv besser. Augenbrauen. Müsste 4 sein, ne? Sieht nach einer 4 aus. Was ist denn? Bei Augenbrauen habe ich echt ein bisschen Panik gerade. Die Lila Brow Groom. Sehr gut. Das ist dieses Produkt. Das hatte ich eigentlich in meinem High-End-Aussortier-Video-Gedönsen drin. Das gefällt mir richtig gut. Hat eine Tropfenform, die ich jetzt eigentlich nicht so ultra geil finde, aber irgendwie kann man damit richtig schön arbeiten. Und auf der anderen Seite hat er ein Spoolie dran. Eyebrow Gels besitze ich genau 3 Stück. Und ich habe gezogen die Nummer 31, das heißt, es ist das Augenbrauen-Gel Nummer 1. Das ist Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel. Oh, da habe ich hier so eine Probegröße von. Ist einfach ein ganz klares Augenbrauen-Gel, wie der Name schon sagt. Ich finde es okay, aber ich finde das von Benefit definitiv besser, weil das von Benefit dir die Augenbrauen so festtackert und das mag ich lieber. Augenprimer habe ich 8 Stück. Und es ist die Nummer 37. Also ist es die Nummer 6. Da habe ich von Rivol Loves Me die Eyeshadow Glow Base and Highlighter. Wobei ich die tatsächlich nur als Eyeshadow Base verwende. Jetzt müssen wir hoffen, dass ich irgendwelche glowigen Eyeshadows auch noch erziehe. Ja, das ist einfach so ein Produkt, was ich gerne mit einem Pinsel aufnehmen würde. Habe ich auf dem Pinsel, gebe ich auf mein Augenlid. Und ich finde das bei diesem Lidschattenprimer so gut, dass jeder Schimmer-Lidschatten dadurch enorm geil zur Geltung kommt. Ich hatte das tatsächlich ja vor der Kamera auch schon verwendet mit der Rival Loves Me, mit der blauen Palette Space irgendwas. Und das sah hammergeil aus. Denn jetzt sind wir schon bei den Lidschattenpaletten. Ja, nee, das war nicht so geplant. Bin ganz aufgeregt. Die Nummer 61. Das ist Urban Decay Naked Reloaded. Ui, schwierig. Dafür dann eine Glow Base zu verwenden, ist natürlich heftig, aber wir gucken einfach mal, was ich damit gleich zaubern kann. Qualitativ muss ich sagen, hat die mich jetzt nicht so ultra vom Hocker gehauen. Deswegen war die auch tatsächlich schon mal in einem Video, wo ich kurz davor war, die Produkte auszusortieren. Und jetzt mache ich aber damit mal einen kurzen Look.
Mit Bribe setten wir einmal die Lidschattenbase. Das Gute bei dem Bribe-Ton ist, dass der auch ein bisschen schimmernd ist, sodass das Schimmernde von der Lidschattenbase nicht allzu sehr überdeckt wird und es trotzdem noch so glowy glänzend bleibt. Bucket kommt in die Lidfalte. Das ist ziemlich witzig, denn so gut wie jeden Ton, den ich jetzt hier auch auf die Base aufgebe, wirkt schimmernd. Selbst dieser matte Verblendeton quasi oder der matte Vertiefungston. Oder der matte Lidfaltenton. Wie nennt man das? Transition Shade. Ich mache den auch hier schon so ein bisschen in das äußere V mit rein, um da ein bisschen Verdunklung reinzubekommen. Lässt sich aber wirklich gut auf der Lidschattenbase verblenden. Den Ton Distilled, dieses schimmernde Braun, was ein bisschen kühler ist, gebe ich mir nach außen. Ordentlich mit dem Smudger in das Fännchen rein und dann auf das Auge drauf. Diese Base, Leute, die macht so viel schöner, als es eigentlich ist. Das ist echt Wahnsinn. Ich blende das auch so ein bisschen in diese Lidfalte mit rein. Ich habe ja hier diesen Knochen, den nehme ich ja immer als meine künstliche Lidfalte. Und da das hier eh alles am Schimmern ist, kommt das da einfach mit rein. Zack. Ich nehme die Feste so, wie sie fallen. Ja, mit dem Finger gehe ich da auch nochmal drüber, um das Ganze ein bisschen verdunkelter hinzukriegen. Ein klein bisschen Fallout, aber das kriegen wir schnell weggewischt. Das ist nicht so schlimm. Barely Baked kommt auf mein restliches bewegliches Lid. Das versuche ich jetzt auch zunächst mal mit dem Smudger-Pinsel. Ah, da muss er schon ordentlich in die Farbe rein und ordentlich aufs Lid drauf. Das ist echt traurig, finde ich persönlich, dass die Qualität halt nicht so bombastisch ist. Ich meine, es sieht schön aus, ne? Das kann man nicht anders sagen, aber es ist halt einfach ein Gold. Aber ich denke, mit dem Finger wird es besser funktionieren. Ich mag das nicht so gerne, wenn ich so teure Paletten mit Fingern auftragen muss. Ich finde, qualitativ sollte das doch irgendwie anders funktionieren, oder? Blende, blende, blende. Dann machen wir mal den unteren Wimpernkranz, den ich kurz mit dem angefeuchteten Schirmchen etwas vorbereite. Da packe ich mir Endgame hin. Ja, es macht das Ganze halt ein bisschen smoky. Aber viel mehr gibt die Palette ja auch nicht her. Jetzt probiere ich mal den Ton Angel Fire, ja so heißt der, als Inner Corner Highlight zu setzen. Aber soweit ich weiß, ist der sehr, sehr krümelig. Deswegen drehe ich so einen ganz festgebundenen Blendepinsel da mal rein. Drehe mir das hier auch so rein. Es ist mir zu wenig. Ich nehme meinen Highlighter aus der Romantic Gardens Palette. Guck, siehste, der ist besser. Da gehe ich auch noch dann mit dem Rest hier der Augenbraue an dem Bogen hier entlang. Knallt ziemlich sehr mit diesem ganzen Geglänze hier, aber es gefällt mir. Augenstifte, Leute, da kann so viel passieren. Nummer 26 Stück habe ich und natürlich sind da auch bunte Beine. Oh mein Gott. Ich habe gezogen die Nummer 30. Das heißt, ich muss jetzt die Nummer 4 nehmen. Oh nein! Ja gut, ich habe hier den Catrice Allround Beautifier gezogen. Das ist tatsächlich auch ein Augenstift, aber es ist ein Kajal, der einfach nur hell ist. Das heißt, es gibt keinen Eyeliner heute. Den muss ich mir mit der Palette zaubern. Jetzt mache ich mir den Catrice Allrounder Beautifying Pencil mal an die untere Wasserlinie. Oh, ich bin in mein Auge gekommen. Ja, wunderschön. Mir kommen fast schon die Tränen. Ich möchte so gern eine Wimpernkranzverdichtung haben und die werde ich mir jetzt basteln. Und zwar kann ich ja den Ton Endgame nehmen, also den dunkelsten Ton hier aus der Palette und mir den einfach oben an meinen oberen Wimpernkranz geben. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Nehme ich hier so einen Eyeliner oder Augenbrauenstift. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es auch keine großen Unterschiede, oder? Dann dippe ich da so zweimal rein und packe mir das hier drauf. Ich brauche ja nicht einen Wing oder so, aber ich möchte schon ein bisschen Verdichtung haben. Funktioniert mit der Farbe leider nicht ganz so gut, wie ich mir das erhofft habe. Aber es macht auf jeden Fall so eine kleine Verdichtung. Ein bisschen von dem, was ich gerne habe. Mascara habe ich 37. Und ich ziehe die Nummer 32. Habe ich heute ein ganz schön teures Händchen. Von Rodial die Glamour Lash Mascara XXL. Dann nehmen wir uns jetzt mal die Rodial Mascara vor. Glamour Lash, bam, bam, XXL, bam, bam. Ja, wenn die nichts drauf hat, ne? Was ist das denn? Ich glaube, die ist voll eingetrocknet, aber die war noch ganz neu. Die war noch neu. Neu, neu, frisch eingepackt und alles.
Tja, Leute, damit werde ich mir nicht meine Wimpern duschen. Nein. Ja, hiermit offiziell aussortiert, weil ist nicht. Und es ist die Nummer 9. Und da haben wir die Douglas Exceptionize Mascara. Die Mascara hat ein Gummibürstchen und ja, dann gucken wir mal, was für exzeptionelle Mascara ich jetzt, Augen ich jetzt kriege. 5 in 1 Volumizing Mascara. Defines, curves, lengthens, thickens and intensifies. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, doch, man muss sagen, sie gefällt mir. Sie macht ausdrucksstarke Wimpern, aber halt nicht so extrem verklebende Fliegenbeine oder so. Und auch in der dritten Schicht finde ich sie auch sehr, sehr schön. Sie macht definierte Wimpern, sie macht Volumen rein. Ich habe ganz vergessen, vorher eine Wimpernzange zu verwenden. Aber wenn ich mir das so angucke, brauche ich auch gar nicht, weil sie macht halt auch so einen Schwung mit rein und das gefällt mir echt gut. Also gar nicht so schlimm, dass die Rhodial Mascara so eingetrocknet war, nicht so gut war, ne? Weil das passt jetzt auch ganz gut so zusammen. Juti! Bei Lippen wird das super witzig, weil wenn Lip Liner und Lippenstift nicht zusammenpassen, dann wird es echt ein Fest. Aber gut, ich ziehe beides separat. 62 Lippenprodukte habe ich. Und ich ziehe die Nummer 49. Das ist dieser hier, Pixie by Petra. Einfach ein Lipgloss in der Farbe Honey Sheen. Der plumpt auch so ein bisschen die Lippen. Lip Liner. Hey. Die Nummer 7. Oh mein Gott, das passt so überhaupt nicht. Aber naja, das ist von Essence, der Stay True 6 Hours Liner in der Farbe Margot, please. Oh mein Gott. Kommen wir zum Verrückten des Ganzen, und zwar die Lippenkombi. Also als erstes mache ich mir den Lip Liner drauf, hier von Essence Margot, please. Wird jetzt natürlich passen, ne? Weil ich habe einen etwas rauchigeren Augenlook und dazu sehr dramatische Lippen. Wird ein Traum. Ich muss natürlich die Lippen ausfüllen, weil das wäre jetzt sowas von 90er, wenn ich da jetzt einfach nur den Lipgloss drüber geben würde. Das wären nicht mal mehr Ombre-Lips, Leute. Das ist so trocken. So trocken. Meine Lippen fühlen sich an, als würden sie sehr viel Feuchtigkeit brauchen jetzt. Ja, aber was mache ich stattdessen? Ich gebe mir einen Plumping Lipgloss drüber. Kann man machen. Also die Farbe von dem Lip Liner mag ich gerne und ich mag das auch gerne, wenn ich da jetzt einen passenden Lippenstift drüber geben würde. Ja. Nö. Ich habe mir mein Bürstchen gerade voll eingesaut. Und das ist jetzt der fertige Look. Also ich finde jetzt tatsächlich, eigentlich hat sich jetzt alles ganz gut gemacht, ne? Die Kombi von Augen und Lippen ist jetzt, kann man machen, ist so ein bisschen Abend-Rausgeh-Look. Der Ralf passt. Nein, den nehme ich jetzt mal ab. Den hätte ich echt vergessen. Irgendwie mag ich das Gefühl von Haareifen. Habe ich damals viel getragen. Doch, abgesehen von der sehr eingetrockneten Mascara, die ich ja austauschen musste, finde ich den Look echt schön. Boah, ist so ein richtiger Wow-Look. Mir gefällt das richtig gut. Es ist schön glowy, schön strahlend. Mir gefällt irgendwie dieses ganze Zusammengespielte. Und irgendwie passt es halt auch, dass ich keinen Eyeliner gezogen habe, weil dann hätte ich wahrscheinlich die Augen zu sehr betont und das hätte mit dem Lippenstift nicht so harmoniert. Und so ist es alles ein ganz gutes Zusammenspiel. Ja, komm, die Foundation ist ein bisschen zu dunkel, aber damit kommen wir klar. Was du übrigens in diesem Video gewinnen kannst, oh Gott, das habe ich ganz vergessen, in die Kamera zu halten, ist diese Box. Gefüllt mit wunderschönen Dingen und witzigerweise, ja, ich habe die Box zusammengestellt, bevor ich gelost habe, befindet sich auch exakt dieser Lipgloss von Pixie hier in der Box, zusammen mit Blush, Bronzer, Highlighter, Lippenplumper, allem, was man so im Leben braucht. Ein Flaconi, Blended Like a Pro und so, yo. Schlechte Witze können wir später machen. Alles, was du dafür tun musst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir einfach deine allerliebste Lidschattenpalette unten in die Kommentare rein. Ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look. Das erste Mal, dass ich mein Make-up selber ausgelost habe, was ich richtig cool finde. Also so kann es auf jeden Fall weitergehen.
Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!